Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Heute spielen wir endlich mal wieder den Tenno. Ich habe den echt lange nicht mehr gespielt. Aber ich mag den eigentlich sehr, sehr gerne. Ich freue mich da drauf. Und ich hoffe auch, dass wir gleich schnell irgendwie eine Herde finden. Also alleine fühle ich mich echt nicht sicher hier. Aber erstmal geht es jetzt hier in die Babyzone. Denn hier finde ich dann hoffentlich diese roten Pilze. Dann können wir uns nämlich jetzt hier direkt die perfekte Diät gönnen. Das ist halt als Pflanzenfresser. Oh, guck mal. Hallo, Pachi. Da habe ich meinen ersten Freund gefunden. Das ist Bing, würde ich sagen. Fehlt jetzt nur noch Bong. Was machen wir denn jetzt, mein Kleiner? Sollen wir uns hier verstecken? Oder was ist dein Plan? Oh. Das ist ein Fleischfresser. Oh nein. Das ist ein Trodon. Oh Gott. Das sind zwei Trodons. Oh, die können halt immer auf mich drauf springen. Oh, ich muss flüchten. Es tut mir leid, Bing. Oh Gott. Ich glaube, das wird unser Tod sein. Ja. So schnell geht das. Oh nein, ich glaube, ich werde sterben, wenn ich hier rüber schwimme. Ich habe gerade schon Croc gehört. Aber wir müssen halt darüber, weil das ist die Babyzone. Ah, wir haben es geschafft. Sehr schön. Oh, das ist ein anderer Pflanzenfresser, oder? Was war denn das für ein Geräusch? Das klingt tatsächlich auch nach einem Pflanzenfresser. Das war, glaube ich, ein Dibbel. Oh ne, das ist ein Croc. Das sind zwei Crocs. Wir müssen schnell hier weg. Ja, darauf habe ich natürlich keinen Bock. Aber hier sind schon mal wieder diese roten Pilze. Das heißt, jetzt kann ich mir erstmal wieder die perfekte Diät gönnen. Oh, das sieht hier gerade richtig hübsch aus. Voll schön die Sonnenstrahlen in den ganzen Baumkronen. Aber leider geht die Sonne gerade unter. Das heißt, es wird gleich Nacht. Und ich glaube, von dem Tenno ist die Nachtsicht auch nicht so krass. Da müssen wir mal gucken. Mein nächstes Ziel ist übrigens jetzt die Patrol Zone. Das sind hier die zwei Augen, die uns angucken. Da finde ich dann hoffentlich Artgenossen. Das wäre ein Traum. Ah, ich bin jetzt in der Zone angekommen. Aber ich muss hier leider nochmal schwimmen. Das hier ist übrigens ein Ort, der erinnert mich immer an die alte Karte. Wie diese Felsen. So eine Felsformation gab es auch bei der ersten Karte. Also Isla Spiro hieß sie, glaube ich. Da gehe ich jetzt einfach mal durch. Mal gucken, wo es dahin geht. Ist jetzt übrigens schon der nächste Morgen. Über Nacht habe ich mich einfach mal im Busch gelegt und bin ein bisschen gewachsen. Ich bin jetzt bei 30% schon. Also vielleicht können wir uns jetzt schon ein bisschen zur Wehr setzen. Ich hoffe es einfach mal. Wir müssen halt bald wieder Essen suchen und trinken. Ich rieche aber keine Zone oder sowas. Also kein Plan, wo ich hin muss. Ich habe tatsächlich sogar schon eine Idee, wo wir hingehen können. Es gibt ja hier diesen Tenno-Strand. Da werde ich mal versuchen hinzukommen. Das ist auch gar nicht so weit weg von meiner aktuellen Position. Ich hoffe einfach mal, dass ich da Artgenossen finde. Weil allein fühle ich mich echt unwohl. Oh, das ist tatsächlich ein Tenno. Oh, wie schön.
Ich habe einen Artgenossen gefunden. Und einen stacheligen Freund. Ach, sind wir nicht ein tolles Trio? Machen wir Nachtsicht an. Ist auch nicht viel besser, ne? Ich kann, glaube ich, auch ohne spielen. Aber ich bin gerade echt glücklich, muss ich sagen. Wir warten natürlich auf dich, Dickerchen. Keine Sorge. Du bist Teil unserer Familie. Oh, die Arme. Aber wir müssen ja ein bisschen üben, ne? Tja, das war's mit dir. Ah, guck mal, wir überqueren hier das Wasser. Der Salzwasserseite. Ist gar nicht mal so doof. Ich habe trotzdem Angst vor Crocs. Weil die meisten lernen halt hier die Salzwassermutation. Schwimm, kleines Dickerchen. Schneller. Komm zu uns. Kannst du es schaffen. Sehr schön. Oh, Dickerchen braucht Ausdauer. Es war zu viel Sport auf einmal. Ah, der Stego verlässt uns. Schade, schade. Oh, da müssen wir jetzt ohne Dickerchen überleben. Aber wir haben ja noch Heather. Oh, das ist ein Dibbel. Wo kommt der denn her? Habe ich gar nicht bemerkt. Ich glaube, der interessiert sich auch nicht wirklich für uns. Ich setze mich jetzt penetrant daneben. Bis er mich als sein Freund akzeptiert. Na, guck mal, Heather macht sogar mit. Jetzt kannst du nicht mehr Nein sagen, Dibble. Okay, er geht einfach weg. Nein, er mag uns nicht. Tschüss, Dibble. Ich werde jetzt einfach vorlaufen. Kann gut sein, dass ich Heather dann nie wieder sehe. Aber irgendwie sitzt sie gerade nur rum. Ich will halt ein bisschen vorankommen. Es fängt gerade einfach schon wieder an zu regnen. Ich hoffe wirklich, dass das nur ein kurzer Schauer ist. Also langsam habe ich ein bisschen die Schnauze voll vom Regen. Aber gut, wenn es so bleibt, geht es ja wenigstens. Dann ist es nicht ganz so dunkel. Vorhin war es halt schlimmer. Da war halt richtig Sturm. Ich bin jetzt einfach mal zum neuen Hafen gewandert. Vielleicht finde ich hier neue Freunde. Das wäre echt schön. Aber ich glaube, Pflanzenfresser gehen hier eher selten hin. Ich weiß halt nicht, ob ich gerade schreien sollte. Ach, wisst ihr was? Ich mach's einfach. Vielleicht antwortet ja irgendwas. Ist aber irgendwie nicht der Fall. Schade. Ja, dann können wir, glaube ich, hier wieder verschwinden, bevor wir verhungern. Ich zoome mich auf jeden Fall hier nochmal schnell im Schlamm. Vielleicht sind wir dann gleich in der Nacht ein bisschen besser getarnt. Weil die Sonne, die jetzt gerade mal kurz scheint, geht gleich wieder unter, leider. Gott, hier sind voll die Ölfässer drin. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Jetzt sind wir voller Schlamm und Öl. Perfekt. Dann rutschen Raptoren von uns runter, weil wir so flutschig sind. Das ist ein Pachi. Ah, wie cool. Habe ich doch einen Freund gefunden. Den nenne ich jetzt einfach Bong, weil Bing hatten wir am Anfang schon. Hi. Dann war es ja doch nicht umsonst. Ich will mal ganz kurz da vorne in die Garage gehen. Komm gleich wieder. Ich wollte nämlich einmal gucken, wie groß ich eigentlich schon bin. Was hier gerade noch so rein.
Ja, klein bin ich auf jeden Fall nicht. Habe ich ihn leider verloren, ne? Lass mich nicht allein. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich wen gefunden habe. Ah, hier ist auch nochmal eine Menschenstation. Ich glaube, hier war ich noch nie. Kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ich bin auch irgendwo am nördlichen Rand der Karte. Also da, wo eigentlich nie jemand ist. Aber die kenne ich halt wirklich noch nicht. Oh, es ist schön, dass in den Gebäuden kein Regen ist. Aber ich muss wieder raus in den Regen. Wir müssen weiter. Schaffe ich es denn hier durch? Ah, oh, tatsächlich. Sehr gut. Was war das? Oh! Das sind diese Killervögel. Ich glaube, die greifen mich an, wenn ich zu nah an den Baum rangehe oder sowas. Ich will es nicht ausprobieren. Ich weiß gar nicht, welchen Sinn und Zweck die haben, ehrlich gesagt. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das wissen solltet. Oh. Oh mein Gott. Die habe ich zu spät bemerkt. Das ist schlecht. Kann ich treten? Okay, ich muss mich echt an das Kämpfen gewöhnen. Das ist sehr verzögert, der Kick. Oh Gott, ich komme gar nicht klar gerade. Okay, den haben wir gut getroffen. Der eine ist, glaube ich, gut verwundet. Oh, jetzt sind die schon zu dritt. Nein, ich habe gekotzt. Wir müssen wegrennen. Ein bisschen zumindest. Ich weiß, wir bluten stark, aber wir müssen weg. Oh nein, ich wollte gar nicht ins Wasser springen. Das war aus Versehen. Aber ist gar nicht mal so schlecht, die Stelle hier. War jetzt Glück im Unglück. Oh Gott sei Dank, hier ist was zu essen für mich. Schon mal wichtig, dass ich wieder eine Diät auffülle, damit ich keine Minuswerte kriege. Weil sonst regeneriere ich irgendwann gar kein Leben mehr. Was ist das schon wieder für ein krasser Regen, ey? Oh, der kam aus dem Nichts. Oh Mist. Oh, ich habe mich übergeben. Ich glaube, mein Schweifhieb darf ich echt nicht machen. Der fühlt sich echt blöd an. Ja, was mache ich jetzt?
treffe ihn leider gerade, glaube ich, auch nicht. Aber er trifft mich. Jetzt habe ich ihn gehittet. Da haben wir ihm noch einen starken Hit gegeben. Das war gut. Er kommt wieder. Schade, haben wir nicht getroffen. Hau bloß ab. Okay, er gibt auf. Ich glaube, ihn hat es auch hart erwischt. Also der Schweifhieb fühlt sich mittlerweile echt nicht mehr gut an. Weil danach kann man halt nicht zutreten irgendwie. Und dadurch, du kannst sie halt umhauen, aber dann kannst du halt nichts machen. Also irgendwie bringt das nicht so viel. Ich glaube, der Kick ist halt mittlerweile besser, weil man kann halt auch die Angreifer umkicken. Und wenn man die halt umkickt, dann kann man halt nochmal in den Kopf treten. Das ist ganz gut. Oh, hier hat ein Kampf stattgefunden. Da ist auch ein Raptor. Ich glaube nicht, dass der Stress will. Kano ist gestorben. Und ein Cerato. Na gut. Na, der Raptor wird mich wahrscheinlich in Ruhe lassen. Er hat ja da was zu essen. Ich bin auch noch nicht wieder voll geheilt, deswegen will ich jetzt auch nicht unbedingt kämpfen. Wie cool das hier gerade aussieht mit dem Nebel. Das hat was. Ist durch die Feuchtigkeit vom Regen, oder? Sonst sind hier doch auch immer Regenbögen entstanden, oder nicht, auf der Karte? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich aber noch daran, als die neu rausgekommen ist. Da gab es auf jeden Fall Regenbögen. Oh. Na du Süßi, wo willst du hin? Weiß nicht, ob ich dich gut beschützen kann, wenn was kommt. Aber ich gebe mein Bestes. Du bist ja wirklich noch ein Knirps. Ah, das ist ein anderer Theno. Ach, wie perfekt. Na, da haben wir direkt schon wieder eine Familie gefunden. Aber es sind alles eher kleine. Also die muss ich dann beschützen. Ich glaube, da vorne hängen Kanus rum oder so, ne? Ja, zwei Stück. Meint ihr, ich kann gegen die kämpfen? Ich meine, der wurde ja leichter gemacht und schwächer, ne? Vielleicht lassen die mich auch in Ruhe, weil die haben ja Essen. Scheint ja gerade friedlich zu sein. Ich hoffe einfach mal, dass hier kein Croc drin ist. Oh, mein Mate wird angegriffen. Lauf, Kleiner, lauf. Oh, er greift an. Angriff ist die beste Verteidigung.
Nein, du darfst dich nicht hitten lassen, Kleiner. Ich versuche ihn schon den Weg abzuschneiden zu dir. Ist aber nicht so einfach. Er versucht halt auch gar nicht, mich zu beißen oder sowas. Er will halt echt nur an den Kleinen ran. Ich hoffe, der Kleine ist versteckt und in Sicherheit. Komm her. Wo ist denn der Kleine? Der ist da noch, okay. Das hat auf jeden Fall einen Vorteil mit der Nachtsicht. Der Schweifhieb ist nicht gut. Den darf man nicht machen. Also der funktioniert überhaupt nicht, leider. Den kann man auch super easy dodgen. Ja, der Kleine ist aber in Sicherheit, ist gut. Komm, trau dich doch mal. Wie lange willst du das noch machen? Ich habe halt nicht mehr so viel Ausdauer, leider. Ups, falsche Taste gedrückt. Ich muss halt echt aufpassen mit der Ausdauer jetzt. Oh, ich habe echt gar keine Ausdauer mehr. Wie viel hat der denn überhaupt? Der rennt schon die ganze Zeit um mich rum. Der müsste mich mal beißen, weil ich habe eine Mutation, dass ich Ausdauer wieder kriege, wenn ich Schaden kriege. Aber der, ich weiß nicht, was der hier für Faxen macht. Ganz, ganz seltsam. Wie lange wird er das noch machen? Der macht das schon seit 10 Minuten gefühlt. Oh, ich kann nicht mehr zuhauen. Ich habe ein Problem. Jetzt habe ich ein großes Problem. Ich muss halt jetzt antäuschen. Ich habe nicht gut gehaushaltet mit meiner Ausdauer. Aber er kann eigentlich auch nicht mehr so viel haben. Er sprintet die ganze Zeit. Ich kriege leider aktuell gar keine Ausdauer wieder. Na, ich kann nichts mehr machen. Ich kann nicht mehr kicken. Kann halt nicht mehr kicken und nicht mehr wegrennen. Aber die Altattacke kann ich noch machen. Die bringt nur nicht so viel. Aber er hat ihn auch. Ja, okay, da habe ich zu viel Ausdauer ausgegeben. Aber ich habe auch gar nichts mehr wiederbekommen, als er mich gerade gehittet hat, oder? Oder habe ich es direkt wieder ausgegeben? Weil ich hatte eigentlich eine Mutation, wenn ich Schaden kriege, dass ich Ausdauer wieder kriege, wenn mich nicht alles täuscht. Das war jetzt viel gekämpft gegen Ceratus, würde ich mal meinen. Aber hat Spaß gemacht. Also der Tenno ist cool. Man muss sich halt nur daran gewöhnen, weil das so ein bisschen verzögert ist mit dem Kick. Und ich habe halt das Gefühl, dass der Schweifhieb richtig nutzlos geworden ist. Also ihr könnt da gerne mal, falls ihr da Erfahrung mit habt, in die Tipps in die Kommentare schreiben. Und ob man den Schweifhieb überhaupt noch benutzt. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da. Und schreibt gerne auch in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.